Jetzt gibt es die neuen Halloween-Designs von Ilias Welt bei uns im Shop. Knallige Farben und praktische Taschen. Schließlich sammelt man ja Süßes oder es gibt Saures. Also schaut gerne im Shop vorbei. iliaswelt.shop. Und jetzt viel Spaß beim Video. Das seht ihr in der heutigen Folge. Das ist gut. Okay, als erstes haben wir Augen für euch. Oh. Wer traut sich ins Essen? Ich. Sehr stark, Andreas, sehr stark. Hallo meine Lieben und willkommen in Ilias Welt mit... Robin! Robin! Was war denn das hier? Ja, Halloween, da mache ich das so. Wirklich? Ja, manchmal. Ja, dann hast du mir das wahrscheinlich in meinem Geheimen gemacht. Das höre ich auf jeden Fall zum ersten Mal bei dir. Jedenfalls, ich freue mich schon richtig auf Halloween. Du dich auch? Ja. Freut ihr euch schon auf Halloween? Schreibt es uns gerne mal. Also, zu Halloween gehören für uns alle, glaube ich, zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Und zwar einmal das Verkleiden, das Schminken. Die Arwen lädt jeden Freitag ein Schminktutorial hoch. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und ein paar Inspirationen euch holen, falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt. Genau, Schminken und Verkleiden, das ist ja auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und das zweite ist Essen, Essen, Essen. Also ich liebe Essen. Aber zu Halloween ist, glaube ich, das drittgrößte Event, wo man wirklich viel isst, außer Ostern und Weihnachten. Aber zu Halloween isst man ja viel, weil da hat man die Süßigkeiten die ganze Zeit, Kürbissuppe. Und wir holen ja auch noch Süßigkeiten, also wir gehen rum und holen sie uns selber. Genau, und letztes Jahr wurde uns ja auch ein gruseliges Dinner, also ein Menü serviert. Das war wirklich schon sehr, sehr schlimm. Ihr könnt jetzt dort oben nochmal vorbeischauen zu dem Video vom letzten Jahr. Jedenfalls wollen wir das dieses Jahr selber machen, weil das macht so viel Spaß und es ist so cool. Und man kann da wirklich extrem kreativ sein, vor allem die, die es gerne gruselig mögen, so wie wir. Deswegen machen wir das diesmal selber, stellen uns als Chefköchin in unserer Küche und sind gruselige Köche. Oder Skelette? Wie könnte man das nennen? Gruselige. Auf jeden Fall am Ende des Videos werden wir unseren kleinen Geschwistern, also dem Matreo, dem Thamos und der Aria, die gruseligen Sachen servieren. Also ich hoffe, sie werden gruselig. Nicht, dass es dann auf einmal irgendwie ist, dass wir das servieren. So, bitteschön, esst es bitte. Also wir werden das ihnen servieren und ich bin gespannt, ob sie zugreifen oder nicht. Wir können dann gerne am Ende wetten. Aber jetzt gehen wir es an. Los geht's! Was sagt er eigentlich zu unserer Deko? Armin ist ganz klein. Was sagt er eigentlich zu unserer Halloween-Deko? Also wir haben unsere Küche schon sehr, sehr cool dekoriert, muss ich schon sagen. Aber jetzt ein kleines Rätsel für euch. Und zwar, wie viele Kürbisse seht ihr? Und wie viele Spinnen seht ihr? Genau, schreibt es uns gerne in die Community rüber. Gut, jetzt geht's aber wirklich los. Los! Jetzt könnt ihr sehen, wir sind jetzt wirklich Köche. Ich habe einen Zopf. Ich habe ein eine Schürze und auch einen Zopf, den hatte ich aber schon vorher. Genau, jetzt machen wir aus einer langweiligen Kartoffel oder auch Erdäpfel genannt hier bei uns in Österreich einen Schrumpfkopf. Dafür müsst ihr die Kartoffel einfach mal waschen. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt müsst ihr einfach ein Gesicht reinigen. Das hier sind jetzt die Augen. Ups, okay. Das ist nicht so einfach, also lasst euch bitte von euren Eltern helfen, wenn ihr noch kleiner seid. Also ich würde eher sagen, das ist der Mund. Ja, okay. Ich wollte das Auge eigentlich da daneben machen. Ja, so Daumen. Und da ist so ein Mund. Schon ist schon ein Auge. Ja. Ein leidendes Auge. So. Jetzt ist fertig. Das hier ist mein Schrumpfgesicht, also ja, first try, also einmal ist kein Mal, just saying, ja? Der Mund. Wie war das ist so? So. Okay, ich muss es noch größer machen, definitiv. Hängt ganz wenig. Ich glaube, der braucht eine Brille, so kleine Augen, der hat. Nein,
Nein, jetzt muss ich lachen. Mari, das ist nicht so schön. Wenn ich lache, dann kann ich irgendwie nicht schreiben, weil ich dann immer so mit der Hand zittere. Schreiben? Du musst doch jetzt nur mit dem Messer. Aber das kann ich dann auch nicht. Das hier sind jetzt unsere fertigen Gesichter. Jetzt muss nur noch Öl drüber, dann Salz, dann zudecken und dann ab ins Rohr. Ja. Als nächstes Gericht haben wir die einmumierten Würstchen. Also Entschuldigung, mumifizierten. Also, so ist richtig. Ihr Deutscher sagt dazu lustigerweise Wiener Würstel. Wir sagen dazu Frankfurter. Frankfurter. Wegen Frankfurt, versteht ihr? Urlustig. Ist vertauscht. Eigentlich sollten wir Österreich in Spaß. Also, ihr braucht dafür einfach nur Blätterteig und Würstchen. Das geht ganz, ganz einfach. Du kannst dein Modell zeigen, was du schon gemacht hast. Ja, also man schneidet hier einen Arm, also hier ganz dünn, und hier einen. Und da unten müssen dann die zwei Beine sein. Also, dass es ein Körper ist quasi. Ja, also ein Mensch, ein Würstchen-Mensch. Und dann schneidet man eben den Blätterteig. Und das und dann umwickelt man das, als wäre es eine Mumie. Aber hier lassen wir das frei, weil hier ist ja das Gesicht. So, das muss man jetzt wirklich dünn schneiden. So. Entschuldigung. Aber ein ganz Mini-Körper hier. Wuhu, eine Strähne von mir, eine Extension. Erster Patient, bitte. Ja. Och Göttchen, was ist Ihnen denn passiert? Sieht ganz schlimm aus. Wilde Autofahrt, dann sieht mir eher aus wie eine Balletttänzerin. Schon mal, ein Spagat hier. Okay, so jetzt, oder? Ja. 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 Sie sind doch Ärztin. Das müssen Sie doch wissen. Ja, verzeihung. So, und dann so. So, und jetzt die Arme auch noch. Warten dann, ja, genau. Und da durch. Oh Gott, das ist echt Fingerspitzenarbeit hier. So, Blätterteig geht ja eigentlich beim Backen auf. Ich hoffe, das geht dann auch auf, weil sonst haben wir da einen Pinguin, der so herumläuft. Okay, gut. Nächste die Todesstrafe. So, das letzte haben wir jetzt auch fertig. Also so sehen jetzt unsere Mumien aus. Jetzt machen wir noch ein bisschen hier, dass es ein bisschen verletzter aussieht. Noch so ein bisschen ein Gewürz drüber. So ganz bisschen. So, und das Ganze kommt jetzt einfach zu unseren Schrumpfköpfen mit ins Rohr. Als nächstes machen wir eine Grusel-Spinnenpizza. Als kleine Piccolinis heißen die. Das sind so ganz kleine Mini-Pizzen, die man genauso essen kann wie eine große Pizza, nur in Mini. Da haben wir uns jetzt eine Form rausgesucht zum Ausstechen. Das machen wir so und dann belegen wir sie und dann kommt es auch schon in den Ofen. Okay. Mach so wenig Platz sparen wie möglich. Ja. So? Ja. Auf dieser Pizza sitzen gruselige und ekelhafte Käfer und Spinnen und die schneide ich aus Oliven. Also das wird der Körper von der Spinne, die kommen dann auf der, oder Käfer, auf die Pizza und dann kommen hier die Spinnenbeine hin. Jeder hat eine Spinne 6 Beine oder 8 Beine? 8 Beine. Auf jeder Seite 4. Okay, dann muss ich noch eins dazu quetschen. Wir beginnen ganz normal. Zuerst einmal Tomatensauce drauf. So. Jetzt kommt ganz schön viel Käse drauf. Weil meine Geschwister lieben Käse. So. Moin, das sieht nur süß aus, diese Babypizza. Moin.
Wir müssen die Spinne noch benennen, Aaron. Dann das können wir dann so sagen, so ja, das ist die Spinne, sie werden jetzt diese Spinne hier verspeisen und das ist die Spinne. Gertrude. Das ist wirklich eine äußerst nette Spinne gewesen, also genießen Sie es. Also ich würde sagen, die erste heißt Gertrude. Mhm. Als nächstes machen wir bissige Burger. Das sind ganz normale Mini-Burger mit einem Fleischlaberl drinnen. Man kann es natürlich auch mit einem großen machen, aber wir machen es mit kleinen, weil, genau, weil es ja, ist süßer. Sind also da ist drinnen ein Laberl, dann dazwischen Ketchup als Blut so quasi und aus Käse schneiden wir Zähne und aus so einer Gurke machen wir eine Zunge, die raushängt. So, ich mache hier auch gleich. Dann klappe ich zu. Ich mache auch gleich. So, dann ist gleich auf beiden Seiten was. Das ist ja bitte Trick 17. Dann nehmen wir ein Fleischlaberl. Haben wir selber gemacht. Sehr lecker. Da haben wir den Salat. Ups. Ja, ein stumpfer Zahn ist auch dabei. Aber das geht schon. Achtung, jetzt nehmen wir deine Zähne. Ah, nein, zuerst kommt noch die Gurke. Brauchen wir eine schöne Gurke. Ein Gürkchen. Nein, eine schöne Zunge. Ja. Brauchen wir. So, die Zunge schaut raus. Bäh. So, jetzt kommen aber die Zähne. Ich hoffe, das jagt Ihnen nicht zu viel Schrecken ein. Schau, wenn es so, damit er auch eine Pupille hat. Zwei. Oh mein Gott, sieht der süß aus. Der Zahn fällt ab. Aber sonst sieht der mega süß aus. Oh mein Gott. Aber schau mal. Der Schild. Echt? Ah ja, das eine Auge ist viel weiter drin als das andere. So schaut unsere Burgerkolonie aus. Warte, ich habe noch einen. Noch einen? Darf ich mal. Genau. Also so schaut unsere Burgerkolonie aus und die kommt jetzt zu unserem Buffet nach hinten. Es fühlt sich. Und ich glaube, die Pizzen sind auch schon fertig. Als Augen haben wir auf die Mumie noch Oliven geschnitten. Die Spannung steigt schon, meine Geschwister warten jetzt schon da. Hier haben wir jetzt unsere Schrumpfköpfe, unsere Spinnenpizzen. Hier haben wir noch unsere Monsterköpfe. Und hier haben wir noch unsere Mumien. So, und wir haben jetzt noch ein Getränk gebastelt für die. Und zwar, wir haben hier auf die Strohhalme Zuckerwatte gegeben. Und hier haben wir ein grünes Getränk und das füllen wir jetzt da rein. Warte, ich gebe die Strohhalme noch weg wegen der Zuckerwatte. Zack, stopp. Ja. Ich glaube, wir können sie jetzt holen. Wir können kommen! Seid ihr bereit für den ersten Gang? Ja. Bist du bereit für den ersten Gang? Ja. Ich glaube, das war ein Ja. Okay. Hallo. Also, als erstes präsentieren wir euch die Mumien. Traut euch das zu essen? Ja. Nein? Oh ja. Oh ja? Ja. Ja gut. Also ich kann es nicht. Schau, ich gebe euch allen eins, okay? Da eine Mumie für dich. Das ist ein toter. Mir bitte ein kleines. Eine Mumie für dich. Ja, und eine Mumie für dich, Baby. Obwohl habe ich mit Schokolade. Ja, mit Schokolade. Jetzt dürft ihr probieren.
Schmeckt gut? Schmecken die Mumien gut? Ich schmecke jetzt nicht. Ich weiß nicht, was das oben da ist. Ja, das sind die Augen. Ja, was ist das? Ja, Augen. Ja, aber irgendwas, was? Echte Augen von einer Mumie. Was für ein Essen? Ja, ja, Augen von einer Mumie. Das ist so gelaufen. Nein, das sind Augen von einer Mumie. Die haben wir extra herfliegen lassen von Ägypten. Haben sie rausgestochen? Aufgegeben. Oh ja. Das habe ich nicht. Doch, probier, schmeckt gut. Wir haben auch schon probiert. Gute Augen. Ich habe eingekrocknet. Ja, schmecken sehr, sehr gut. Aria, dir schmeckt's? Ich bin viel mutiger als du. So, okay, gut. Ja, die Aria lassen wir noch aufessen. Wenn sie eine Pause braucht, muss sie sagen, okay. Also, als nächstes, das war ein bisschen schwieriger. Ja. Da mussten wir sogar extra in den Garten gehen für euch und Spinnen sammeln. Nee. Na, die Aria, die nimmt sich natürlich sofort aus. Ja, dürft ihr euch eins nehmen. Du kriegst eine Karte. Das ist die giftige Spinne. Und du kriegst auch eine giftige Spinne. Was ist die da, die in der Mitte? Das ist die ganz giftige. Okay, der ist ich dann. Dann wärst du der am Herzen. Schmeckt gut. Das schmeckt wie es. Eine echte Spinne aus dem Garten? Sind keine echten Spinnen. Oh ja. Mein Geschmack irrt sich nie. Probier. Was ist das da? Das sind Spinnenbeine. Das hier. Der rote. Ja, probieren. Luft? Oh, Luft? Das ist den Körper. Das macht er später. Ja? Aria, schmeckt's? Okay. Oh nein, was hast du jetzt? Ein Bein? Ja, koste. Sag dir doch, der Mann ist der eklige Hefe. Eklige Hefe. Gut. 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 Nein, ganz gut. 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 Okay. Gut. Gut. Mann. Aria schmecken die Spinnen jedenfalls gut. Und sie will, dass die anderen auch noch Spinnen essen. Zwei, schau, du sollst noch eine probieren. Nein, ich will nicht. Das ist gut. Ich will nicht. Nein. Ja, aber Gott, kannst du zwei essen. Die ist gleich die Spinne. Magst du mal eine Spinne? Ja, okay. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay, jetzt keine mehr. So, als nächstes kommen die Monsterköpfe. Nein! Wow! Wie vielleicht reicht ein Essen. Ich nehm den nachher. Ich nehm den. Greifst du? Magst du den, Thomas? Weil der hat Fleisch. Jetzt Aria. Da, die Aria mag den. Ich kann schon nicht hungern, weil ich die Augen raus, das Angst wegen den Augen? Nein, ich kann nicht die Augen essen. Warum? Weil ich noch was bei bin. Dann geht die Augen weg, schau. So, jetzt kannst du es mal probieren. ich nehme den Mund auf. Na. Ja, beiß! Oh, nein, ich räume nicht. Oh, voll lecker. Ja, es ist wirklich voll lecker. Was ist das da? Da ist nicht wieder Blut. Nein. Nein, das ist nur Ketchup. Ketchup.
Kommen wir nun zum nächsten Gang. Und zwar... Amen. Schrumpfköpfe. Lecker. Für die Armen Kleinen und für den Atreo einen Großen. Das wäre größer gewesen. Arwen, wollen wir auch einen? Ja. Ja. Heißt das gut, Arwen? Ich nehme auch einen, okay? Soll ich schon essen? Mhm. Sind die schon ganz heiß? Mmh. Sind die heiß? Aber nicht, dass die Schale essen. Das ist die Haut. Hat eine sehr schöne Haut, kann ich mal sagen. Lecker. Schmeckt gut? Ein Auge, Papa. Die Ari hat sich jetzt nochmal eine Pizza geholt, weil die hat ja so gut geschmeckt. Aber jetzt will ich von euch hören, was hat euch denn am besten geschmeckt? Kartoffeln. Die Kartoffeln, also wenn ihr euch jetzt eines von den Gerichten aussuchen könntet, dass sie jeden Tag esst am Abend. Also, mir schmeckt die... Also, ein Gericht. Warte, der Thomas zuerst. Diese. Das die Mumien. Das die Kartoffeln. Kartoffeln. Und du die Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Kartoffeln, okay, gut. So, seid ihr fertig? Ja. Das war's jetzt mal mit dem Salzigen. Jetzt geht's noch weiter. Auch mit Blut? Gott, lass es aufhören. Auch mit Blut. Oh Mann. Nachspeise. Jetzt kommt als Nachspeise von mir noch wurmige Äpfel. Und ich mache Augen. Okay, fangen wir an. Also ich habe Litschis. Litschis. Und Heidelbeeren oder Blaubeeren. Und die gebe ich halt seitlich rein, damit das aussieht wie ein Auge. Und wenn das dann alles da liegt, mit einem Zahnstocher, dann geben wir noch Blut drüber. So sieht das Endergebnis aus. Das ist ganz, ganz einfach zu machen. Also erstmal hüllt man den Apfel aus. So. Dann mit einem dünnen Kochlöffel sticht man das durch. Das geht ein bisschen schwer, aber es geht. So. So, und dann einfach die Wurmis hier durchgeben. So, da ist der eine und aus der Mitte kommt auch einer. Dabei stellt sich heraus, ich habe noch nie in meinem Leben eine Litschi probiert. Zeit wird's. Ja, schmeckt schon ganz okay. Irgendwie wie ein Auge. Ich habe jetzt noch rote Lebensmittelfarbe, das sieht aus wie Blut und gebe das jetzt über diese Augen. Los. Geh recht. Okay. So, sieht aus wie Adam. Sehr gut, okay, ich glaube, wir sind wieder bereit. Okay, als erstes haben wir Augen für euch. Wer traut sich ans Essen? Ich. Sehr stark, Andreas, sehr stark. Also, das Blut schmeckt schon mal gut. Noch eins? Die Aria mag nur das Innere haben. Ich auch. Aber das Äußere schmeckt auch gut. Eins hat es freigegeben. Hängt bei mir auch. Da, schau, da. Schmeckt gut? Okay, ich kann euch beruhigen, es ist eine Blaubeere und eine Litschi. Okay, seid ihr bereit für den letzten Gang für heute? Ja. Das sieht so lecker aus. Ich nehme es euch. Lecker, ein zum Kindergarten. So, ich glaube, unser diesjähriges Halloween-Essen ist uns gut gelungen, oder? Ja. Welches hat euch am besten geschmeckt?
Der Apfel und die Kartoffeln. Die Kartoffeln? Mumie und Kartoffeln. Was? Mumie und Kartoffeln. Mumie und Kartoffeln für die Nachspeise. Und das hier? Der Apfel. Auch das. Okay, und was fandet ihr am schlimmsten? Die Monster. Die Monster? Also die Augen waren okay, aber die Mumien waren für mich nicht gut, die Burger waren nicht für mich gut und da hast du dich erstreckt vom Aussehen, oder? Ja. Ja, aber Leute, wenn ihr noch Ideen braucht für eure Halloween-Essens-Buffet-Sachen, also ihr könnt gerne was ausprobieren, schickt uns auf jeden Fall Fotos auf Instagram. Da heiße ich Ilia-Iliaswelt, alles klein geschrieben. Und ich Armin-Iliaswelt, auch alles klein geschrieben. So, dann wünschen wir euch noch ein Happy Halloween und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!